Herzlich willkommen auf unserem Kanal Wissen Sie wieder Chicken Like This und danke, dass ihr immer wieder eingeschaltet habt. Und heute machen wir das Steak Sandwich von Steffen Hensler nach und das ist dabei rausgekommen. Jetzt wünschen wir euch viel Spaß beim Zuschauen. Hier das Rezept für zwei Personen. Wir brauchen 4 Scheiben Vollkorntoast, 200 Gramm Rinderhüftsteak, Ketchup eurer Wahl, mittelscharfen Senf, eine rote Zwiebel, Gewürzgurken, bisschen Butter, Sojasauce und zum Schluss noch Worcestersoße. Und jetzt fangen wir auch schon an. Als erstes die Butter in der Pfanne erhitzen. Als nächstes das Hüftsteak recht fein schneiden. Jetzt längs, dann quer. Praktisch wie ein Tatar. So, jetzt geben wir unser schön gehacktes Rinderhüftsteak in eine Schüssel. Darin geben wir ungefähr einen halben Esslöffel Senf, so hier, Sojasauce, zack, und noch Worcestersoße. Ganz vergessen, der Ketchup darf natürlich auch nicht fehlen. Und zum Schluss nochmal ein bisschen Salz und Pfeffer. Jetzt das Ganze vermengen. So, wir haben die Zwiebel halbiert, vorher natürlich geschält und jetzt schneiden wir die in Halbrunde. So, wir nehmen 3 Gewürzgurken und die schneiden wir in feine Scheiben. Die Toastscheiben in die Pfanne legen. Ganze gibt ihr jetzt hier auf das Toast. So, schön verteilen. So, jetzt Pfannenwender nehmen und ganz kurz anrösten. 20 Sekunden einmal umdrehen. Jetzt schon wieder einmal umdrehen. Huch. So, Pfanne ist ein bisschen zu klein, aber kriegen wir wie gesagt hin. So, alles hier drauf packen. So, jetzt packen wir die Zwiebeln hier auf die andere Toastscheibe. So, die tun wir jetzt auf die andere Toastscheibe, wo auch die Zwiebeln drauf sind. Und jetzt klappen wir das Ganze zusammen. So, jetzt erstmal hier probieren. Das war's vom Video. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Wenn euch es gefallen hat, könnt ihr jetzt einen Daumen nach oben da lassen. Links und rechts werden jetzt 2 Videos von uns verlinkt. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns jetzt kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!